Frühstück. Dein Ziel im Leben ist es, im Börsenmarkt zu arbeiten und Geld zu verdienen? Als Beispiel. Die Ziele und Interessen der heutigen Jugendlichen sind durch das mediale Zeitalter beeinflusst. Gestern gab es ein Männerfrühstück mit Jugendlichen ab 13 Jahren. Einer entdeckte einen Gewinncode am Cola-Becher. Zuvor hatte er mir schon erzählt, dass er Investmentbanker machen möchte und aber auch gerne einen Bauernhof hätte. Aber wenn er jetzt hier eine Million gewinnt, gibt er mir ein Eis aus. Nun, ein Eis bekam ich nicht ausgegeben. Willkommen beim kleinen Podcastchen. Ich habe diese Woche wieder enorm viele nette Menschen getroffen und auch neu kennengelernt. Gestern Abend hatte ich auch noch ein Männerfrühstück mit Erwachsenen. Und eine Erwachsene freute sich, dass sie auf dem Bremer Weihnachtsmarkt alle Geschenke gekauft hatte für alle ihre Lieben. Das machte sie glücklich. Im Internetcafé traf ich noch jemand anderes, der meinte, wenn ich jetzt aufhöre zu motzen, dann nur, weil ich tot bin. Am Freitag im Kindergarten haben die Mitarbeiter einige Symbole in die Mitte gestellt zu den Weihnachtsliedern, die wir singen wollten. Naja, eine weiße Kerze anstatt eine dicke rote, okay, kann man noch durchgehen lassen. Aber dabei stand auch ein Engel. Und die Mitarbeiterin forderte mich auf, das Lied von der Krippe mit dem Christuskind zu singen. Sie war wirklich der Meinung, Christus ist ein Engel. In meine Wing Chun Kung Fu Schule kommen immer wieder neue Leute und die wollen dann die Besten werden. Entweder wollen sie durch Schnelligkeit oder durch Kraft den Gegner bezwingen. Jedoch der Grund für Wing Chun, Ziel dieser Kampfkunst ist es, dass eine schwächere Person einen deutlich stärkeren Gegner angriffsunfähig machen kann. Also, es geht gar nicht um eigene Fähigkeiten. Aber das ist so schwierig zu verstehen für einen denkenden Menschen. Leider trifft man auch in vielen christlichen Religionen die Überlegung an, mehr Glauben, mehr Gebetskraft oder mehr Liebe haben zu wollen. Ganz Schlimme wollen auch einfach Gnade haben. Aber ich stelle mir vor, bei all dem, was ich im Neuen Testament gelesen habe, Jesus lehrte, der Schwächste zu sein, der Ärmste, der am wenigsten Beachtete. Jesus meinte, der wäre der größere Gewinner. Zu sonderbar? Zu merkwürdig? Tja, bestimmt.